Julia Nawalny, sichtlich aufgewühlt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hört sie vom Tod ihres Mannes Alexei Nawalny und fordert die Bestrafung von Putin. Dieses Regime und Wladimir Putin sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden für all diese Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren in Russland verübt haben. Ich danke Ihnen. Es fällt ihr sichtlich schwer. Aber im Sinne ihres Mannes hat Julia Nawalny heute das Wort ergriffen bei der SIKO. Damit guten Abend zu BR24. Große Betroffenheit und Schock nach der Todesnachricht aus Russland. Alexei Nawalny war das Gesicht des mutigen Widerstands gegen Wladimir Putin. Mit 47 Jahren ist er isoliert in einer Strafkolonie gestorben. Der prominenteste Kreml-Kritiker hatte 2020 einen Anschlag nur knapp überlebt. Nach seiner Genesung in Berlin kehrte er nach Russland zurück, wissend, dass er dort mit allem rechnen musste. Alexei Nawalny, ein Nachruf. Einer der letzten in Bildern festgehaltenen Auftritte von Alexei Nawalny am 11. Januar. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Strafkolonie Nummer 3 Polarwolf in der Arktis, rund 60 Kilometer entfernt vom Nordpol. Nawalny wirkt abgemagert und ausgezehrt. Rückblick. Viele Jahre lang kritisiert der studierte Jurist den Kreml und das politische Establishment in Russland. Vor allem mit seinem Kampf gegen die Korruption macht sich Nawalny viele Feinde. Immer wieder muss er dafür ins Gefängnis. Bei der Präsidentenwahl 2018 will Nawalny gegen Amtsinhaber Putin antreten, doch unter fragwürdigen Umständen wird er nicht zugelassen. Er ruft zum Boykott der Abstimmung auf. Im Sommer 2020 wird Nawalny in Sibirien Opfer eines Anschlags. Auf Veranlassung seiner Familie kommt er nach Deutschland zur Behandlung in die Berliner Charité. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Nawalny überlebt und kehrt nach Russland zurück. Bei der Einreise wird er festgenommen und von der Justiz mit Prozessen überhäuft. Ganz sicher sind diese Leute nicht die Herren unseres Landes und sie werden es auch nie sein. Eine große Zahl von Menschen, Zehntausende von Menschen stimmen mir dazu. Und wir werden es diesen Leuten niemals erlauben, Besitz zu ergreifen von unserem Land und es uns zu stehlen. Doch Nawalnys Team wird kriminalisiert und flieht ins Ausland. Ihn lässt das Regime wegsperren. Einzel- und Isolationshaft können seinen Kampfeswillen nicht brechen, doch die schweren Haftbedingungen bezahlt er schließlich mit dem Leben. Russlands Präsident Putin kommentiert den Tod Nawalnys bei einem Besuch in Tscheljabinsk nicht. Die Stimme seines wichtigsten Gegners ist jetzt verstummt. Nawalny, der berühmteste politische Gefangene Russlands, lebt nicht mehr. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sind wir mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verbunden, die ich herzlich begrüße. Frau Baerbock, der Tod von Alexei Nawalny, was hat diese Nachricht in Ihnen ausgelöst? Schönen guten Abend. Und ja, wie Sie sagen, diese Münchner Sicherheitskonferenz startet mit schockierenden Nachrichten. Alexei Nawalny stand für unglaublich viele, für ein freies, für ein demokratisches Russland. Genau deswegen musste er sterben. Mein herzliches Beileid seiner Ehefrau, seinen Kindern. Und wir sind natürlich auch in Gedanken bei all denjenigen, die ebenso auf brutalste Art und Weise in Russland weggespeuert worden sind, um eben diese freie Meinungsäußerung, dieses Eintreten für Demokratie zu unterdrücken. Hat der Tod von Nawalny Konsequenzen für die Beziehung zu Russland? Wir erleben ja seit 2 Jahren, dass der russische Präsident nicht nur mit unglaublicher Brutalität und Gewalt, Menschenverachtung, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, menschenverachtend, indem er ganz bewusst Schulen, Krankenhäuser, zivile Infrastruktur angreift, sondern dass er seit Jahren auch seine eigene Bevölkerung unterdrückt, dass wir mit Kriegsbeginn gesehen haben, diejenigen, die mutig auf die Straße gegangen sind in Russland, auch Schüler, junge Menschen,
Menschen, dass sie nicht nur verhaftet worden sind, dass sie weggesperrt worden sind. Und diese Nachricht unterstreicht nochmal die Brutalität dieses russischen Regimes, des Präsidenten gegen die Ukraine, aber genauso gegen seine eigene Bevölkerung.